So, jetzt aber. Alright, ich würde sagen, wir fangen an mit diesem Video hier. Denken alle Streamer gleich, Five Edits The Husio-Parodie. Es geht hier um diese Studio-Parodie. Digga, keine Ahnung, was hier los ist. Ich würde sagen, rein in die Masse. Jede Person wurde positiv auf Corona getestet. Sehr entspannt, Mann. Danke dafür. Wir haben 5 Streamer eingeladen, um herauszufinden, ob alle streamen. Wenn dir das Video gefällt, was? Dann such dir bitte Hilfe und lösch YouTube. Wir fangen mit der ersten Frage an. Ist es angemessen, dass Streamer mehr Geld bekommen sollten und andere Branchen weniger? Ja, schon. Die Frage ist super, super schwer, weil die Frage ist halt super, super schwer. Ist es angemessen? Und jo, ich finde es angemessen, ob es fair gegenüber anderen Berufen ist, die zum Beispiel unterbezahlt sind, ist halt die andere Frage. Dann finde ich es eigentlich schon fair. Das ist ein 15-Sekunden-Videoschnipsel auf Instagram. Das ist ein Tweet und das ist eine Stunde Streaming. Und das dann halt gleichzusetzen mit vielleicht einem anderen Beruf, finde ich gerechtfertigt. Alright. Ich glaube, generell als selbstständige Person hat man immer seinen Stress und viele selbstständige Berufe werden einfach überdurchschnittlich krass bezahlt. Also wenn jemand was erfindet oder irgendwas macht, dann muss man natürlich nicht immer nur sagen, jo, hat der so und so viel Zeit und oder so und so viel Geld reingesteckt. Na klar. Sondern hat der so und so viel Zeit und oder so und so viel Geld reingesteckt. Hä? Nee, das macht schon Sinn. I got bitches all on my nickname. Kann jeder Streamer im Stehen sein großes Geschäft machen? Nein, ich kann das nicht. Natürlich haben viele Leute Potenzial dafür, so. Aber diese Aussage, jeder, dass wirklich jeder das kann, glaube ich nicht. Nein, also nein. Das macht halt keinen Sinn. Wenn man zum Beispiel Bock darauf hat, dann auf jeden Fall ja. Safe. Es muss halt die Passion, die Flamme da sein. Aber ja. Diesen Moment, dieses über den Schatten springen und sagen, heute geht euch scheiße, aber ich gehe trotzdem. Genau. Ja. Und genau. Dann mit der Community scheißen. Das ist auch nicht einfach. Ja. Muss halt von der Persönlichkeit her auch eine gewisse Form von einem Unikat sein. Ja. Und das müssen einfach Aspekte sein, die da, die gegeben sein müssen. Ja. Chat, scheißt ihr auch immer im Stehen? Wann habt ihr das letzte Mal, also es würde mich jetzt einfach mal interessieren, dass wir so eine kurze Umfrage machen. Ja? Okay. Keiner cringe? Okay, nice. Stören euch die Steuern oder ist es für euch kein Problem? Kenne ich halt durch Madeira nicht wirklich. Das ist halt für mich halt so gar kein Ding irgendwie. Ist es wichtig, sich es oft zu machen? Ist voll schwer, weil man muss halt vergleichen mit was. Ja. Wenn du es mit jemandem vergleichst, der vielleicht seine geregelten Zeiten hat, dann vielleicht schon. Wie oft? 3 Stunden am Tag? Und dann bin ich auch fertig. Ich hätte, ja. Ja. Ja, es geht immer mehr so. Ich glaube, wenn man den Durchschnitt betrachtet. Ich glaube, bei uns ist es halt einfach abgeschnitten. Eher Leidenschaft, wo wir sagen, klar ist Arbeit, aber irgendwie auch geil. Und das verschwimmt das immer so, ne? Ja. Auch die Sache mit Urlaub. Wenn ich an Urlaub denke, denke ich, jetzt wird Ja. Ist Papa Palette der beste deutsche Streamer? Ja. Nein. Hungriger Hugo ist besser als kein Konzept. Naja, läuft doch, oder? Also, da muss ich recht geben. Ja. Da muss ich absolut recht geben, Mann. Es ist gut, mit dem verdienten Geld Spendenaktionen zu veranstalten. Ah, schwierig gerade, schwierig. Lebenshart, Lebenshart. Ja, ich könnte, aber Bock habe ich nicht drauf, ganz ehrlich. Das ist ja das Ding, du willst ja trotzdem machen, oder? Ja, das ist die Frage. Das ist das Ding. Man könnte, aber man hat keinen Bock drauf. Mit dem Alter steigt der Druck. Also ich stimme voll zu, dass ich schon sage, ich habe großen Druck. Ja, und du willst ja auch nicht immer dasselbe machen, so. Da denkst du ja auch, dann irgendwann hast du dann diesen Druck. Wenn du immer öfters dasselbe machst, denkst du auch so, okay, du willst was Neues machen. Und dann denkst du, ja, nicht so langweilig, habe ich schon gemacht. Manchmal reicht es ja auch einfach, wenn nur du da bist, ohne dass du direkt was machen musst. Na klar. Aber ich verstehe natürlich, dass man immer Wer viel wichst, der scheißt auch anders, genau. Möchte. Ja. Aber du reichst manchmal einfach, weißt du? Ja. Manchmal führt halt, finde ich, auch der Druck aber dazu, dass man dann gerade nochmal was Geileres hinkriegt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt noch. Mein Opa ist 18, streamt seitdem er 3 ist, okay? Ich gehe nochmal rein. Deswegen ist mir eher Druck weggefallen. Ja. Geil. Ich bin zufrieden mit der Größe von meinem Punkt, Punkt, Punkt. Hui. Oh, Danny, was ist denn los? Bruder, ich kann stimmt gar nichts tun, ich kann stimmt voll zu. Ich gehe nicht deep ins Thema rein. Ich brauche noch Small Cock Danny. Dieses Müll, wo ich sage, da ist noch was irgendwie, vielleicht geht da noch ein Tick. Ja, aber das Ziel. Hä, ist das YouTube-Kacke? Nein, das ist original. Ziel, immer noch. Ja klar. Aber immer ein kleines Ziel, ein mittleres Ziel, ein großes Ziel, aber halt auch irgendwo, und da bin ich, ein großes Ziel. Ich habe ein kleines, Mickey, das
Wir sind so. Ja. Ja, wir sind so. Ja, okay, komm. Ich muss mal. Ja, ich will auch genauso. Ich gehe noch ein bisschen los. Danke fürs Zuschauen. Ich bin mir sicher, du möchtest nicht bei diesem Format mitmachen. Nein. Aber mein Chef zwingt mich zu sagen, dass ihr euch hier bewerben könnt. Lasst jetzt ein Abo bei dem Zweitkanal von Kein Konzept da. Danke, Dave, für das coole Format. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Die Erzählerstimme ist nicht gut geschnitten, das ist eine andere Stimme, du Volltrottel. Holy shit, Mann, wie stupid.